Aber ich glaube, dass die Leute, die am meisten darunter leiden müssen, jetzt leider Transmenschen sind. Ich weiß, dass die rechten Bubble zum Beispiel, ich sag mal Bubble, sind, ich weiß nicht, wer das ist, von aus welcher Bubble, keine Ahnung, aber da machen sich Leute halt extra solche Accounts, die aussehen wie Trans-Accounts, mit Flagge, mit lalalala, aber wenn du ein bisschen durch die Timeline scrollst, und ich mache das, wenn Leute kommentieren, ich bin sehr geduldig, ich scrolle immer durch die Timeline und gucke, was die so schreiben. Und da kannst du sehr oft erkennen, ob das ein Troll-Account ist oder nicht. Wenn Leute ihren Seelenfrieden haben dadurch, ja, wenn viele Leute ihren Seelenfrieden haben, ich muss kein Hogwarts Legacy spielen. Das Spiel ist mir nicht so wichtig. Was? Du sprichst Menschen damit ihre Menschlichkeit ab und deklarierst sie als Trolle. Nur weil sie ihre Transidentität im Internet ausleben, werden sie dann von dir diskriminiert. Alter, wen juckt es? Wen juckt es, dass neben der Elmoisierung die Mimifizierung bereits dermaßen fortgeschritten ist, dass es hierzu einfach einen einstündigen Talk gibt, warum er das Spiel nicht spielen will? Bevor wir starten, fühlt euch herzlich dazu eingeladen, diesen Kanal zu abonnieren. Und damit herzlich willkommen in der Welt von Harry Potter. Naja, oder eher in einer degenerierten Welt, in der versucht wird, von irgendwelchen geisteskranken LGBT-Befürwortern die Harry Potter-Welt zu kapern, um ihre abwegigen Ansichten mit in eine unpolitische, aber unseren moralischen Werten entsprechende Welt zu bringen. Wir alle sind doch ein Stück weit mit Harry Potter aufgewachsen und verbinden dementsprechend etwas damit. Ob es die Bücher sind, die man gelesen hat oder die uns vorgelesen wurden, die Harry Potter-Filme oder die PlayStation-Spiele. Umso entsetzter war ich, als ich den dritten Teil von Fantastische Tierwesen, Dumbledores Geheimnisse, gesehen hatte. Nicht nur, dass mein Kollege die viertvorderste Reihe reserviert und ich danach einen steifen Nacken hatte, der Film war tatsächlich auch noch schlecht und absolut vorhersehbar. Wenn ein Film Dumbledores Geheimnisse heißt, dann erwarte ich wirklich unbekannte Details aus dem Leben Dumbledores zu erfahren. Und damit meine ich nicht den Fakt, dass wir alle schon aus dem vorherigen Teil Grindelwalds Verbrechen kennen und jetzt halt Dumbledore zum ersten Mal in der Wizarding World homosexuell ist. Das spielt ja nicht mal eine Rolle, weil da nicht mal was zwischen Grindelwald und Dumbledore lief. Die sitzen da am Anfang in dem Café und er sagt zu Grindelwald, er habe mitgemacht, die Weltherrschaft an sich reißen zu wollen, weil er verliebt war in Grindelwald. Darauf erwidert Grindelwald, nein, du warst überzeugt. Und Ende. Toll, welch eine Neuigkeit, einen Film dementsprechend zu benennen. Wieso spielt das eine entscheidende Rolle? Also dieses im Nachhinein Implementieren von Dumbledores Homosexualität, weil J.K. Rowling damit ein Tor geöffnet hat. Ja, quasi ein Tor zur Unterwelt. Und dieses ist aber anders als bei Underworld nicht mit irgendwelchen Dämonen gefüllt, sondern mit geisteskranken und narzisstischen Ideologen. Bereits im Jahr 2007 äußerte Rowling ihren Gedanken, dass Dumbledore doch eigentlich schwul sei. Dazu schrieb der Spiegel damals, nachdem Rowling, 42, kurz aus dem letzten Band Harry Potter und die Heiligtümer des Todes vorgelesen hatte, wurde sie von einer Leserin gefragt, ob Dumbledore je seine wahre Liebe gefunden habe. Rowling antwortete, sie habe immer gedacht, dass Dumbledore schwul sei. Das Publikum in der Carnegie Hall verstummte schlagartig und brach dann in Applaus aus. Dass in dieser Aussage schon viel eher ein Sexismus-Skandal steckt, lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Nachdem Rowling jetzt für ihre offenen Ansichten in den Himmel gelobt wurde, wusste gewiss keiner, sie selbst inkludiert, was noch kommen sollte. Denn Rowling, die man eher dem klassischen Zweite-Welle-Feminismus zuschreiben könnte, setzt sich zwar auch für Homosexualität ein, jedoch bleibt der Basiskern ihrer Ideologie in den Rechten der Frau. Jetzt ist es natürlich schwierig, wenn der Zweite- und Dritte-Welle-Feminismus, der auch als Queer-Feminismus bezeichnet werden kann, aufeinanderprallen. Denn wenn etwas nicht berücksichtigt wurde in Rowlings Mindset, dann ist es die Tatsache, dass es keine Frau mehr im herkömmlichen Sinne gibt. So finden wir Ratgeber, die darauf hinweisen, Frauen nicht mehr als Frauen zu bezeichnen, sondern eher als Menschen, die die Fähigkeit besitzen zu menstruieren. Da alles und jeder eine Frau sein kann, sofern man sich als diese identifiziert, besitzt im Queerfeminismus die Frau nicht zwingend diese Fähigkeit. Vielmehr können Frauen dort auch ein männliches Geschlechtsorgan haben, denn die Biologie sowie der Chromosomensatz trifft keine Aussage über die Zugehörigkeit zu der Gruppe Frau oder Mann. An diesem Punkt endet also auch das Verständnis von einer J.K. Rowling und sie äußerte sich auf Twitter wie folgt. People who menstruate? I'm sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wombat? 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 Ja, in meiner Vorstellung klingt die etwa so. Also, der dunkle Lord in Form eines wütenden, geistig degenerierten Mob wandte sich gegen die einstige Heldin aus dem Jahr 2007, die Dumbledore im Nachgang ohne jeglichen Mehrwert homosexuell machte. Und auch der bereits angesprochene Film Dumbledores Geheimnisse, in dem sie als Mitarbeitende an dem Film ihren Credit in der Szene versuchte wiederherzustellen, durch die Implementierung eben jener Tatsache,
die, wie ich bereits sagte, keinen Mehrwert lieferte, scheiterte in diesem Bezug brutal. Wie auch schon die Verkörperung von Hermine in dem Theaterstück Harry Potter and the Cursed Child. Da wurde sie nämlich von der Schauspielerin Noma Dumitsveni gespielt, die schwarz ist, ja. Wisst ihr, ich kenne niemanden, der sich über die Hautfarbe eines Charakters beschwert. Wenn jedoch im Nachgang versucht wird, die Hautfarbe eines Charakters zu verändern, weil eine Bubble von geisteskranken Rassisten, die meinen, die gute Seite für sich gepachtet zu haben, es so will, dann ist das politisch motivierter Rassismus und eine Machtdemonstration durch ein riesiges, alles verschlingendes Cancel-Monster. Was eine Rowling einfach nicht lernen will. Reißt du diesen Leuten den kleinen Finger, dann wollen sie gleich die ganze Hand. Sie verschlingen dich mit ihrem toxischen Gedankengut und entweder du stellst dich direkt dagegen, dann bist du einfach nur der Rechte, aber wenn du ihnen erst einmal ein kleines Bonbon wie Dumbledores Homosexualität gibst, dann räumen sie dir den ganzen scheiß Süßwarenladen leer. Und wehe, du sagst einen Ton und stellst dich dagegen. Dann bist du nicht nur der Rechte, sondern dann bist du auch noch ein präsentes Hassobjekt in ihren Kreisen. Und exakt das ist, was hier gerade passiert mit J.K. Rowling und dem Spiel Hogwarts Legacy. Harry Potter und die reaktionäre Weltansicht von J.K. Rowling. Sollte man dem Ganzen auch ein Intro widmen? Ich denke nicht. Das Videospiel Hogwarts Legacy, angekündigt für den 10. Februar, löst Kontroversen aus, während manche Fans der Harry Potter-Reihe sehnsüchtig darauf warten, durch das Zauberer-Internat zu streifen, rufen andere zum Boykott auf. Nicht nur die transfeindlichen Aussagen von Harry Potter-Schöpferin J.K. Rowling, auch Antisemitismus-Vorwürfe stehen im Raum. Was wir von dem Spiel erwarten dürfen, verrät ein kritischer Blick auf die Romanreihe. Bitte haltet euch vor Augen, dass diese Transfeindlichkeit, die einer Rowling immer wieder attestiert wird, darauf basiert, dass sie als zweite Welle-Feministin die Existenz und die Eigenschaften einer Frau anerkennt. Und dazu braucht man eigentlich nur etwas gesunden Menschenverstand. Sebastian Scholler sagt, wir müssen die beliebte Romanreihe um Harry Potter eigentlich als Manifest des Neoliberalismus lesen. Boosty sagt, alter Hals Maul, wie kann man so einen Fuck von sich geben? Koboldrebellion und Antisemitismus. Harry Potter war ein Fixpunkt meiner Kindheit. Aha, schön, eine Ich-Erzählung, welch ein brillanter Journalismus. Harry Potter war ein Fixpunkt meiner Kindheit und Jugend. Seit 1998 der erste Band Harry Potter und der Stein der Weisen auf Deutsch erschien, hat mich die Zauberwelt des Waisenjungen aus Großbritannien in den Bann gezogen. Viele Millennials werden diese Erfahrung teilen. In vielerlei Hinsicht war Harry Potter ein globales literarisches Ereignis. In über 80 Sprachen übersetzt wurden manche Romane der Reihe mehr als 500 Millionen Mal verkauft. Es entstanden globale Fanfiction-Subkulturen, Filmreihen, Videospiele und ein Freizeitpark. Und mehr. Harry Potter war ein Symbol meiner Generation. Mit dem Kampf des Jungen, der überlebte, gegen den größenwahnsinnigen Lord Voldemort konnten sich viele politische Aktivisten identifizieren. Gerade im linksliberalen Milieu wimmelte es nur so von Harry Potter Bezügen. Es ist unglaublich, wie man hier einen Bezug einer unpolitischen Saga zu de facto linksliberalen Politik konstruiert. Ihr als linksliberale politische Aktivisten konntet euch mit der Geschichte identifizieren, weil es einen klassischen Kampf von Gut gegen Böse erzählt? Naja, quasi wie Avengers, X-Men, wobei X-Men dann doch nochmal etwas komplexer gestrickt ist, Transformers, Pokémon oder sonst ein Medium, was auf diesem klassischen Konzept basiert? Ich denke eher, dass ihr euch mit diesem ganzen Epos drumherum identifizieren konntet, weil es eine Art Flucht in eine nicht real existierende Welt war. Ähnliches sehen wir jetzt in dieser ganzen Queerfeminismus-Bewegung. Hierbei sehen wir eine Flucht zu quasi Gleichgesinnten, die keinen anderen Gedanken in ihren Bubbles zulassen. Man nennt es auch Safe Space. Doch seit Jahren verbreitet sich Unbehagen in der Fan-Community. Nein, Mann. Bei den normalen Harry Potter-Fans wie mir oder den Leuten, die das Video hier sehen, breitet sich garantiert kein Unbehagen aus. Zumindest nicht aus dem Motiv, was du jetzt hier ansprechen willst. Ich sehe Harry Potter als eine in sich geschlossene Geschichte an. Leute wie der Autor dieses Artikels allerdings nicht. Sie versuchen diese im Nachgang an ihre Vorstellungen, die auf eine gewisse Weise politisch motiviert sind, anzupassen. Als eine Art Machtdemonstration. Anlass dazu geben zunächst Äußerungen Rowlings. Die Autorin positionierte sich spätestens seit 2018 immer wieder auf Seiten von sogenannten Red-Fams, also feministischen Strömungen, die auf einem strikten binären Geschlechtsmodell beharren. Immer wieder wurden Rowlings Wortmeldungen in diesem Zusammenhang als mehr oder minder kodierte Transfeindlichkeit interpretiert. Und auch der Inhalt des von ihr geschaffenen Harry Potter-Universums wird zunehmend problematisiert, insbesondere die Darstellung von Kobolden. Rowling beschreibt diese als kleine, hakennasige Kreaturen, die mit großer Geldgier das magische Finanzwesen kontrollieren. Hier nicht den Nachklang über antisemitische Karikaturen zu erkennen, ist schlicht unmöglich.
Ja, wenn der zweite Welle Feminismus den Queerfeminismus der dritten Welle küsst. Ihr seid alle ein Haufen verweichlichter Kacks, Alter. Und jetzt reicht es hier schon nicht mehr, das Konstrukt eines Transhassers aufzubauen. Jetzt kommt man auch noch mit Antisemitismus. Und es wird hier als schlicht unmöglich beschrieben, die Darstellung der Kobolde nicht als antisemitische Karikaturen anzusehen. Alter, ich höre zum ersten Mal von diesem Gedanken. Und das zeigt mal wieder, wie toxisch eben das Denkverhalten dieser vermeintlich guten Leute, dieser Gerechtigkeitskämpfer doch ist. Ihr konstruiert irgendwelche Zusammenhänge, wo man schon ein antisemitisches Mindset für haben muss und werft es dann der Erschafferin vor? In dem groß angekündigten Videospiel Hogwarts Legacy sollen die Spieler den Gerüchten zufolge eine Revolution der Kobolde niederschlagen. Diese, auch das spricht Bände, leben nämlich in gesonderten Gemeinschaften und sind als quasi Rechtslose von der Zaubergesellschaft ausgeschlossen. Immer wieder, so erfahren wir in den Harry Potter Romanen, rebellierten die Kobolde gegen diese Diskriminierung, was stets mit ihrer massenhaften Massakrierung endete. Dass Spieler von Hogwarts Legacy, also aus der Ich-Perspektive, eine solche Rebellion niederschlagen und die Kobolde mit magischer Gewalt auf ihrem Platz zurückweisen sollen, stößt darum vielen Fans übel auf. Es offenbart sich hier für viele ein zutiefst reaktionäres Weltbild, das durch die Hintertür rassistische und antisemitische Ansichten verbreitet. Nun könnte Mensch es durchaus bei dieser Kritik belassen, hä? Ist Mensch die Genderform von Mann? Nun könnte man es durchaus bei dieser Kritik belassen? Alter, ihr seid doch alle behindert, ey. Nun könnte man es durchaus bei dieser Kritik belassen und sich darüber unterhalten, wie Antisemitismus als kultureller Code Kinder- und Jugendmedien beeinflusst. Wie wäre es, wenn wir mal darüber diskutieren, wie euer woker Kram Kinder- und Jugendmedien beeinflusst? Doch wird in der aktuellen Debatte um das Videospiel übersehen, dass längst nicht nur die Darstellung von Kobolden in Rowlings Fantasie problematisch ist. Unter der Oberfläche der heilen Zaubererwelt ist eine zutiefst reaktionäre, neoliberale Weltanschauung am Werk. Nichts offenbart dies besser als ein Blick auf die beliebten Romane selbst. Am besten hat mir dieser Preis gefallen. Doch wird in der aktuellen Debatte um das Videospiel übersehen, dass längst nicht nur die Darstellung von Kobolden in Rowlings Fantasien problematisch ist. Es geht hier halt um eine fiktive Spezies und den Leuten gefällt es nicht, wie diese im Spiel behandelt wird. Bei meinem Spiel Harry Potter und die Kammer des Schreckens für die PlayStation 2 war eine Aufgabe relativ zu Beginn des Spiels, dass man den Garten von Mrs. Weasley von den Gnomen befreit. Sonst stehlen die immer irgendwelche Sachen oder so. Ich habe bis jetzt nie darüber nachgedacht, dass die Gnome ja Zigeuner darstellen könnten, die einfach durchs Land streifen und ein paar Sachen stehlen. Und man musste sie nehmen und aufs Feld hinausschmeißen. Und mir kam dieser Zusammenhang jetzt einfach nur in den Sinn, weil ich eine ähnlich abstruse Verbindung gesucht habe wie diese queerfeministische Bubble für die Kobolde in Harry Potter. Aber ja. Die Welt ist halt überzogen von einem reaktionären, neoliberalen Schatten. Das ist quasi das, was ihr gesehen habt in den Filmen, wo es von Teil zu Teil immer düsterer wurde. Ja, Harry wurde einfach immer mehr zu einem Faschisten. Die Magie der 50er Jahre. Der soziale Konservatismus in Harry Potter. Eigentlich sind die Harry Potter Romane, abgesehen von der Magie, typische Vertreter der sogenannten Boarding School Fiction. Dieses Genre existiert fast ausschließlich in der britischen Kinder- und Jugendliteratur und richtet sich vor allem an die jugendlichen Internatsschüler im UK, deren Erfahrungen hier reflektiert werden. Da es in Großbritannien üblich ist, dass die gesellschaftliche Elite ihre Nachkommen nicht auf öffentliche Schulen schickt, sondern in Privatinternaten unterrichten lässt, ist dieses Genre dabei häufig mit dem konservativen Elitismus dieser Schicht verbunden. Schon die Grundprämisse der magischen Welt, in der Harry Potter aufwächst, spiegelt dies wider. Magie wird nicht durch ein geheimes Wissen erworben oder gar durch einen Pakt mit übernatürlichen Wesen, sondern ist eine Frage des Blutes. Entweder verfügt ein Kind über das magische Gen oder eben nicht. Entsprechend gelangen meist Sprösslinge magischer Eltern nach Hogwarts. Natürlich gibt es, wie etwa Hermine, die beste Freundin von Harry Potter, hin und wieder Nachkommen von nicht-magischen Menschen, die abwertend als Muggel bezeichnet werden, mit magischer Begabung. Doch auch diese haben ihre Fähigkeiten von Geburt an. Anders gesagt entscheidet nichts als die Geburtenlotterie, wer nach Hogwarts darf und wer nicht. Yo, der letzte Teil klingt wie Rumgeheule, dass nicht jeder nach Hogwarts darf, der dahin möchte oder der sich als Zauberer identifiziert. Alter, lebt damit, dass die Natur der Menschen nicht immer gleich ist. Ob wir jetzt in der Harry Potter Welt sind oder in der real existierenden Welt, wo Männer, die sich als Frauen identifizieren, sämtliche sportliche Wettbewerbe unter Frauen gewinnen. Und der andere Teil, Alter, ist ja nicht mal richtig. Wenn du hier schon ein fiktives Szenario wiedergibst und kritisierst, dann gib doch bitte dieses fiktive Szenario korrekt an und mit dem nötigen Kontext. Woher stammt der von ihm angesprochene, bitte verzeiht mir das Wort, Klassismus? Wieso existieren diese Unterschiede von Vollblut, Halbblut und Schlammblut? Wieso nennen Zauberer, Nicht-Zauberer, Muggel? Woher stammt der Hass gegenüber diese? Wieso untersagt das Ministerium das öffentliche Zaubern, besonders bei minderjährigen Zauberern, weil es dazu eine dunkle Geschichte gibt?
Denn auch in der Welt von Harry Potter hat es Hexenverfolgungen gegeben. So nannten die Zauberer die Menschen Muggel und die Menschen nannten sie im Mittelalter Hexen. Im Mittelalter war die Magie nicht nur von der Kirche verurteilt, sondern vor allem von den Muggeln gefürchtet. Und eben diese Angst sorgte für Hexenverfolgungen. Denn wenn eine Spezies existiert, die abgekapselt von der eigenen Spezies Kräfte besitzt, um die Oberhand in der Hierarchie zu übernehmen, sodass man sich und seine eigene Spezies als Menschen zweiter Klasse wiederfindet, dann sieht man sich dazu gedrungen zu handeln. Damit die befürchteten Szenarien, wie zum Beispiel die Herrschaftsübernahme durch einen bösartigen Zauberer, beispielsweise Grindelwald, nicht doch noch eintreten. Und somit haben die Zauberer eher einen Bezug zu den Juden im Zweiten Weltkrieg als die Kobolde in Hogwarts Legacy. Und um den Bezug auf die Grundprämisse zu nehmen, die hier in dem Artikel falsch identifiziert wird, dann entspräche Hogwarts eher einer Gated Community mit einem buchstäblichen Iron Dome wie Israel. Also wenn wir hier zwingend einen Antisemitismus herbeibeschwören wollen, dann geht er nicht von den Zauberern aus. Für dieses Szenario der Hexenverfolgung und der Machtübernahme schließen wir jetzt die zwei großen Schlachten aus, also den Kampf gegen Grindelwald und gegen Voldemort. Inkludieren wir diese nämlich, dann sind wir wieder an dem Punkt, wo wir am Anfang des Artikels waren. Übermächtige Spezies versucht Herrschaft über Unterklassige zu übernehmen. Oh, hallo Magneto und hallo Professor X. Dies trifft sich natürlich mit dem Konservatismus, der nicht nur von Großbritanniens Eliten und Aristokratie geteilt wird. In dieser Weltsicht hat jeder einen festen Platz im sozialen Gefüge, schlicht aufgrund seiner genetischen Anlagen. Wer zum kleinen Kreis der Elite gehört, hat es eben im Blut. Die Natur und nicht etwa eine auf Ungleichheit beruhende Gesellschaft bestimmt die Fähigkeiten und das Los des Individuums. Und so bleibt für diejenigen, die nicht zu der magischen Welt der Reichen und Schönen gehören, eben nichts als sehnsuchtvoll nach oben zu blicken und die Verhältnisse zu akzeptieren, an denen, da sie naturgegeben sind, nichts geändert werden kann. Ja, Alter, akzeptier es. Ich bin auch zu klein, um professioneller Basketballspieler zu werden. In einer solchen Weltanschauung haben Menschen, die anders sind, keinen Platz. Die britische Aristokratie hat bis heute, wie sich im Umgang mit Meghan Markle zeigte, die Angewohnheit, Menschen, die aufgrund ihrer Identität nicht zum elitären Selbstverständnis passen, auszuordern. Genauso werden in Harry Potter Zauberer, die ohne magische Fähigkeiten geboren wurden, als Squibs verunglimpft und aus der Zaubererwelt ausgeschlossen. Die magische Welt ist eben nicht für alle offen. Und mehr, sie ist durch und durch heteronormativ. Ja, Alter, bis zu dem Punkt dachte ich halt, okay, ist halt relativ subjektiv. Aber dieser heteronormative Schwachsinn hat diesen Abschnitt doch noch ein kleines Highlight beschert. Bitte, du Pfeife, klär uns auf. Diese Aussage muss überraschen, da die Romane eine große queere Fanbase angezogen haben, die sich im Kampf Harrys, der von der Geburt an anders ist, wiedererkennen konnten. Doch kann das nicht darüber hinwegtäuschen, dass Hogwarts weder divers noch queer ist? Ganz im Gegenteil. Es wäre zu erwarten, dass in einer Schule voller magisch begabter Teenager Romanzen, Affären und Liebesdramen eine große Rolle spielen. Doch Harry Potter ist komplett sexlos. Abgesehen von einigen unschuldigen Szenen gibt es in der ganzen Reihe ausschließlich monogame, heterosexuelle und tief emotionale Liebesbeziehungen, die am Ende in einer Ehe mit Kindern enden. Nein! Ich bin schockiert. Wie kann man nur eine monogame Beziehung mit emotionaler Tiefe anstreben, die auch noch mit der Geburt des eigenen Kindes endet? Nein, Alter, nein. Harry Potter ist sexlos. Es gibt einfach kein degeneriertes durch die Gegend. Wie soll man sich so eine Scheiße angucken? Und jetzt mal ernsthaft, wir haben hier ein Musterbeispiel, wo ich mir bei seinen Eltern auch eine Beziehung gewünscht hätte, die am Ende nicht mit einem Kind endet. Als würde er trollen, aber das meint er halt ernst, ne? Das beweist er uns auch, wenn wir weiterlesen. Identitätskrisen, homosexuelle Erfahrungen, Ausprägung von Transidentität und so weiter. Also alles, was von der heterosexuellen Norm abweicht, sucht Mann vergebens. Jetzt wird allerdings nur angemerkt, ganz stimmt dies nicht. Die psychotische Schwarzmagierin Bellatrix Lestrange unterhält wohl eine Art außereheliche Beziehung mit Voldemort. Doch handelt es sich hierbei wohl nicht um ein Vorbild, dem nachzueifern. Alter, was zum Was soll daran erstrebenswert sein? Was soll daran erstrebenswert sein, außerhalb der Ehe einfach mal eben kurz ein bisschen fremd zu f***en? Natürlich. Lange nach dem Erscheinen des letzten Romans hatte Rowling Albus Dumbledore, Direktor von Hogwarts, zum Homosexuellen erklärt. Doch in den Romanen wird dies mit keinem Wort erwähnt. Queere Liebesszenen und sei es nur ein Kuss auf die Wange fehlen in den Büchern sowie Filmen komplett. Hogwarts ist damit die Traumerfüllung all jener, die zurück in die 50er Jahre wollen. Alle seine Schüler befolgen brav die Norm einer Gesellschaft, in der Jugendliche maximal Händchen halten und Erwachsene ausschließlich Reproduktionssex im Ehebett ausüben. Was wäre dein angestrebtes Ideal? Bitte, verrate es uns.
und so. Und bitte lass kein einziges Detail aus. Also, wir haben hier neben dem herbeifantasierten Antisemitismus noch ein Problem. Und zwar die Tatsache, dass Harry Potter keine beschissene Folge von Ex on the Beach ist. Es gibt halt auch höhere Ziele im Leben, als irgendwelche sexuellen Erfahrungen zu machen. Wir erleben hier drei Zauberer, die uns Zusammenhalt, Freundschaft, Loyalität, Treue und Wissensbegierde mit auf den Weg geben. Und das sind nur ein paar Charakterzüge, die mir jetzt auf die Schnelle einfielen. Und worüber beschwert er sich, Alter? Es wird zu wenig in den Arsch gefickt. Ganz tolles Weltbild. Die Welt als Konsum und Wettbewerb. Die Welt, die Rowling erschaffen hat, ist also die Idealwelt eines radikalen Konservatismus. Gesellschaftliche Beziehungen sind naturalisiert. Abweichungen von der heteronormativen Prüderie undenkbar. Stopp, das ist nicht radikal, das ist normal. Gleichzeitig aber kann diese Welt nur durch den Konsum und Wettbewerb erfahren werden. Der britische Literaturwissenschaftler Suman Gupta bemerkte bereits 2003 in Rereading Harry Potter, hier untersuchte Gupta eine zentrale Szene im ersten Band der Reihe, nämlich den Moment, in dem Harry zum ersten Mal die magische Winkelgasse und damit die Zaubererwelt betritt. In dieser Szene lernen Harry Potter und wir als Leser die magische Parallelgesellschaft kennen. Doch anstatt uns das Aussehen der Zauberer und Hexen, ihr Verhalten und ihre sozialen Interaktionen etc. zu erklären, beschreibt Rowling über die Seiten ausschließlich magische Produkte und Werbungen. Wir lernen während des Besuchs von Harry nichts über die Strukturen der magischen Gesellschaft, sehr wohl aber über magisches Kaufverhalten, Geschäfts- und Bankwesen. Die Welt ist nur durch den Konsum erfahrbar. War das nicht das übergeordnete Ziel, dass Hagrid mit Harry einige Sachen für sein erstes Jahr in Hogwarts einkaufen geht? Ich bin mir dahingehend nicht sicher, aber es könnte sein, dass Rowling in ihrer Fantasie die Zauberer eher als schlicht präsentiert hat, da diese sich ja immer noch vor den Muggeln verstecken. Wenn jeder Zauberer seine Identität nach außen tragen würde, wie er es bei den non-binären Ents-Leuten sehen mit ihren blauen Haaren, Nagellack, entsprechender Kleidung, zum Beispiel eher feminin, sofern man ein Kerl ist, und eher maskulin, sofern man weiblich ist, dann würde man ja direkt auffliegen. Und Werbetafeln haben ja auch die Aufgabe, irgendwie ein Eyecatcher zu sein. Also das wäre jetzt meine bescheidene Theorie. Aber sind wir mal ehrlich, wen juckt es denn, was Rowling als erstes in dem Buch beschrieben hat? Die Entsprechung zu dieser Konsumorientiertheit ist der Wettbewerbsfetisch, der die magische Gesellschaft ordnet. Hogwarts funktioniert wie ein Unternehmen, in dem Abteilungen, die Häuser der Schüler, miteinander ununterbrochen um Punkte konkurrieren. Pädagogische Maßnahmen beschränken sich darauf, Leistungen von Schülern mit Punkten für das jeweilige Haus zu belohnen. Die Schüler assoziieren sich über diesen Wettbewerb, der sich fortsetzt in Quidditch-Wettkämpfen, dem internationalen trimagischen Turnier und sogar in den Schulprüfungen, die mehr wie Quizshows oder Hindernisparcours den Examen aufgebaut sind. Es gibt in Harry Potter im Grunde nichts als absoluten Wettbewerb. Und mit dem Wettbewerb geht jetzt der Kapitalismus einher? Oder was soll jetzt der Absatz über das Konsumverhalten in der Harry Potter Welt und der Bezug von Hogwarts zu einem Großunternehmen? Kommen wir zum letzten Abschnitt. Ein Manifest ist Neoliberalismus. Für Kinder. In diesem Sinne müssen wir die beliebte Romanreihe eigentlich als Manifest des Neoliberalismus lesen. Der Weltanschauungsneoliberalismus, wie ihn etwa der österreichische Aristokrat Friedrich von Hayek begründet hat, basiert wesentlich auf konservativen Wertevorstellungen und auf offenem Sozialdarwinismus. Von Hayek, der sich übrigens zeitlebens offen rassistisch zum Beispiel über nicht-weiße Studierende äußerte und große Sympathie für den Diktator Pinochet, ich kenne ihn nicht, keine Ahnung, hegte, ging davon aus, dass Konkurrenz die natürliche Daseinsform des Menschen ist. Seiner Philosophie nach sehen Kooperation und Solidarität schädliche Verirrungen. Der Mensch wäre ursprünglich in einer Welt begrenzter Rohstoffe im dauernden Wettbewerb mit anderen. Dieser Wettbewerb habe die eigentliche menschliche Gesellschaftsform, nämlich den Kapitalismus, hervorgebracht und gesellschaftliche Traditionen und Eliten. Ich sag ja, Alter, Kapitalismus, wir können hier im f***ing Bingo spielen. Und irgendwo ist dieser Gedanke gar nicht mal so abwegig. Ich meine, wir befinden uns immer im Konkurrenzkampf. Das fängt ja schon bei der Suche eines geeigneten Sexual- und Lebenspartners an. Zwei Dilemma, die er dann wahrscheinlich nicht kennt in seiner offenen Welt, mit den ganzen offenen Beziehungen oder sowas, da du offenbar keinen Wert auf emotional tiefe Beziehungen und Kinder legst. Die Tradition, sprich das heteronormative Gesellschaftsmodell, sei von Natur aus das Beste, da es sich im Wettbewerb der anderen Ideen durchgesetzt habe. Und gleichermaßen denkt von Hayek die Elite, also die Gewinner im kapitalistischen Wettbewerb, als diejenigen, die eben aufgrund ihrer biologischen Anlagen dazu geschaffen wurden zu gewinnen. Es folgt daraus ein starres Gesellschaftsmodell, in dem es keine Entwicklung, keine Zukunft und keine Gleichheit geben kann. Das sind doch alles die Folgen einer von dem Autor angestrebten sozialistischen Welt. Er redet hier von keiner Entwicklung, Alter. Wir sind de facto nun mal alle nicht gleich. Und das kann unmöglich das angestrebte Ziel sein. Sind wir hier eigentlich noch bei Harry Potter oder bezieht er das hier gerade alles wirklich auf seine Komplexe?
Diese Ideologie, wie sie etwa heute Elon Musk oder Peter Thiel teilen, informiert die Romanreihe. Sie wird hier zwar märchenhaft überformt, aber dennoch erzählt Rowling Kindern eine Geschichte, in der eine magische Elite über uns bestimmt, die Welt heteronormativ ist und Wettbewerb und Konsum die einzige Formen gesellschaftlicher Interaktion darstellen. Es ist darum nur folgerichtig, dass Harry Potter im letzten Roman ein Polizist, also ein Auror, als bewaffneter Verteidiger der herrschenden Ordnung wird. Genauso folgerichtig aber sind die transfeindlichen Aussagen Rowlings, die nur diese reaktionäre Ideologie widerspiegeln. Oder die Tatsache, dass Hogwarts Legacy als neuester Zugang zum Harry Potter-Universum vermutlich die Geschichte der Niederschlagung einer Kobold-Rebellion erzählen wird. Es ist darum sicher falsch, Hogwarts Legacy aufgrund von Tweets von J.K. Rowling zu boykottieren. Vielmehr sollte das Spiel aufgrund des regressiven Weltbildes, das das gesamte Harry Potter-Universum ausmacht, boykottiert werden. Und der Hass gegenüber der Polizei ist auch noch mit drin vertreten. Wir sind durch mit einem absolut unverschämten Artikel, der einfach nur trieft vor ideologischer Verblendung und wirklich ekeligen Anschauungen. Und das alles auf eine unpolitische Welt für Kinder übertragen. Ich muss aber tatsächlich sagen, auch wenn ich nicht so der Gamer bin, dass das Spiel schon sehr ansprechend klingt. Also wenn man nicht gerade so ultimativ hardcore verblödet ist wie der Autor hier, dann sehe ich keinen Grund, warum man das Spiel nicht spielen sollte. Jetzt wissen wir also Bescheid, was genau das Problem mit Hogwarts Legacy ist. Eine Bubble von Geisteskranken, die ihre verkorksten Ansichten nach außen schreien. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde sagen, dass wir uns im nächsten Video sehen. Macht's gut.